Nun, die Frage ist erst einmal, was ist mehr Staat? Wenn wir das festmachen an der Verschuldungsdiskussion, die im Moment vorherrscht, also auch auf die Finanzierungsseite abstellen, dann muss man sagen, Deutschland ist im Moment einer der Schuldner mit der höchsten Bonität. Wir haben in den letzten 10 Jahren unter Beweis gestellt, dass wir die Schuldenquote auch nennenswert zurückführen können, nämlich um über 20 Prozentpunkte. Von 82% des Bruttoinlandsprodukts auf unter 60% des Bruttoinlandsprodukts. Das wissen alle. Wir haben mit unseren Fiskalregeln, insbesondere der Schuldenbremse, ein klares Signal an die Märkte, dass wir auch wieder zur Solidität in der Finanzpolitik zurückkehren, wenn die Ausnahmesituation vorbei ist. Wenn man mehr Staat an anderen Dingen festmacht, ist es ein bisschen schwieriger. Deutschland ist eigentlich über die Jahrzehnte gut damit gefahren, eine Staatsquote, also die Ausgaben des Staates in Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu haben, die so bei 42 bis maximal 45% liegt. Und damit beispielsweise deutlich niedriger als in Frankreich oder in den nordischen Staaten, natürlich höher als wir es in den USA haben oder beispielsweise in der Schweiz haben. Und ich habe schon noch den Eindruck, dass der Anstieg in einer Krisensituation dann schnell wieder zurückgeführt werden wird, weil wir mit unserer Wirtschaftsstruktur ganz gut laufen, wenn die Ausgabenquote so ist. Was wir aber auch haben, das sind die zunehmenden weiteren Eingriffe des Staates. Beteiligungen, die mögen in der Krise angezeigt sein, aber da muss man schnell wieder raus. Und da bin ich nicht so sicher, ob uns das wirklich so gut gelingen wird. Da bedeutet Leisten eigentlich nicht so sehr finanzielles Leisten, sondern die Frage, schafft man es, wirklich nochmal rasch auszusteigen, so wie wir das beispielsweise aus den USA kennen, sobald ein Unternehmen wieder ein bisschen besser dasteht?